thought freedom was a safe place. I make the free speech for WikiLeaks, but not lately. I'm currently a part on my own street, and I'm bleeding, I'm feeling proud, but it's feeling that let me drop it for sweet. Sweden, my love is sweet, my cold is sweet, my freedom, my miracle magic is sweet, my feet is sweet, my heart is sweet, my everything costs sweet, my freedom of speech sweet. Why are you leaving sweet? My freedom was peace, talks freedom for all people, critical thinking, prime minister. Criticizing some imperial powers and that critically Sweden. That anything we vote for you can be sorry. You didn't want Sweden. I'm grieving and crying. My sweet Sweden is dying. My fine Sweden behind. I left Sweden. I'm leaving my inner thoughts. I'm praying. I stop praying. Sweden, why does this song Sweden? Why you in a song Sweden? I call freedom for the song. Freedom's one is pleading for the song. The reason what we need to be informed. Freedom for the song. Everybody's preaching of the law. His enemies are criminals and wrong. Freedom for the song. Keep the press, freedom isn't wrong. Cause really all I see is in the song. Freedom for the song. Many baby heroes in this world. This panic in this team has been too strong. Freedom for the song. See this one is bleeding for the song. The reason what we need to be informed. Freedom for the song. Everybody's preaching of the law. His enemies are criminals and wrong. Freedom for the song. Fahrradfahrer frei, dass die rechts und links noch durchfahren können. Wir sind jetzt hier in Sichtweite der Botschaft von Großbritannien. Großbritannien verfolgt einen australischen Journalisten. Großbritannien hat Julian Assange nicht nur ins Botschaftsasyl getrieben, sondern sie haben ihn jetzt seit mehr als 3 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in Haft. Und nicht, weil irgendein Gericht beschlossen hätte, dass er etwas verbrochen hat. Nein, es ist der einzige Grund, er hat Kriegsverbrechen von Großbritannien und der USA aufgedeckt. Und er ist nur, ich sage in Anführungsstrichen, nur in Auslieferungshaft für die USA. Obwohl erstinstanzlich bereits ein Urteil gesprochen war, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Aber die USA haben Berufung eingelegt. Und während so einem Verfahren durften andere, die wirklich tausende Menschen auf dem Gewissen hatten, wie zum Beispiel der Putschistengeneral Augusto Pinochet, der durfte seinerzeit in Großbritannien in einer Villa wohnen. Aber für einen, der kein Blut an seinen Händen hat, für einen aufrechten Journalisten, der muss natürlich in einem Hochsicherheitsgefängnis sitzen. Nochmal, Julian Assange hat nichts verbrochen, außer Kriegsverbrechen aufzudecken. Und wir sagen, das kann so nicht sein. Großbritannien, lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Lasst ihn frei! Sofort! Es geht um eine geplante Deportation. Ich glaube, da kann jeder sich noch etwas drunter vorstellen, was das hier bei uns in Deutschland bedeutet hat, wenn jemand deportiert wird. Und genau das Gleiche droht jetzt dem australischen Journalisten Julian Assange. 175 Jahre Haft oder sogar ein Todesurteil wegen Spionage in den USA. 175 Jahre Haft. Julian Assange ist 50 Jahre alt.
Von diesen 50 Jahren ist er schon seit 10 Jahren nicht mehr in Freiheit. Kann er nicht einfach das Fenster aufmachen, in die Sonne gehen. Es wird ihm verwehrt. Und wir sagen, lasst ihn frei, sofort! Lasst ihn frei, sofort! Lasst ihn frei, sofort! Man kann es sich nicht vorstellen. Ein Mann, der zwei kleine Kinder hat, der jetzt endlich auch seine langjährige Lebensgefährtin heiraten durfte, und zwar im Hochsicherheitsgefängnis. Das heißt, er wird als ein so gefährlicher Mensch angesehen, dass nicht einmal ein Foto von der Hochzeit gemacht werden durfte. Es gab Filmaufnahmen und Fotos natürlich vor dem Gefängnis. Aber sagt mal, Großbritannien, habt ihr so eine Angst vor Bildern, vor Hochzeitsbildern von einem Mann, der auf euer Betreiben auch schon seit 10 Jahren nicht mehr in Freiheit ist. Ein Mann, der nichts weiter verbrochen hat, als Kriegsverbrechen aufzudecken. Was müsste geschehen, wenn ein Journalist Kriegsverbrechen aufdeckt? Dann müsste die Justiz aktiv werden und schauen, wer hat es begangen. Es müsste eine Ermittlung geführt werden, es müsste ein Verfahren geführt werden, es müsste geguckt werden, warum ist es noch nicht passiert, wer ist verantwortlich dafür auf der Befehlskette, wer ist verantwortlich dafür als politisch Verantwortlicher. Dies alles ist im Fall Julian Assange nicht geschehen. Keins der aufgedeckten Kriegsverbrechen wurde jemals juristisch untersucht und geahndet. Stattdessen ist derjenige, der diese Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, jetzt seit 10 Jahren seiner Freiheit beraubt. Und seit 3 Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis. Das muss man sich so vorstellen wie bei uns in Deutschland, Stuttgart, Stammheim. Es sind also da wirklich nur die ganz schweren Jungs. Und da wird ein gewaltfreier Journalist hineingeworfen und nicht mehr herausgelassen. Es ist isolationshaft, was ihm angetan wird. Und wir sagen, es ist eine Schande. Es wird Zeit, dass Julian Assange endlich freigelassen wird. Er hat nichts verbrochen, außer die Veröffentlichung der Wahrheit. Und deswegen sind wir hier und sagen, Freiheit für Julian Assange. Free, free, free Assange! Für Journalismus und freie Presse! Wir wollen Pressefreiheit. Wir wollen Menschenrechte ernst nehmen. Und dazu müssen wir uns selber auch daran halten. Und das, was Großbritannien mit Julian Assange macht, ist eines Rechtsstaates unwürdig. Großbritannien hält sich nicht einmal an die eigenen Gesetze. Für Julian Assange wird praktisch ein extra Gesetz aufgesetzt. Und das kann es nicht sein. Die Grundlage ist, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Aber Julian Assange wird nicht wie jeder andere Bürger behandelt. Julian Assange erfährt eine gnadenlose, brutale Extra-Behandlung in Großbritannien. Und wir sagen, das beschädigt uns alle. Das beschädigt das Vertrauen in den Rechtsstaat. Und das beschädigt die Vorstellung, die wir von unserer Gesellschaft haben, in der wir leben.
Mir fällt kaum noch ein Journalistenpreis ein, den er weltweit noch nicht bekommen hat, für seine Arbeit. Und gegen diesen Journalisten wird so dermaßen eine Willkür ausgeübt. Das ist unfassbar. There's no new one decision! No extradition! There's no new one decision! No extradition! US, UK! Hands off Julian Assange! US, UK! Hands off Julian Assange! So, hiermit würde ich sagen, heben wir jetzt die Zwischenkundgebung auf und gehen wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt, zur Botschaft von der USA, die auf die Auslieferung von Julian Assange hinwirken.